Der Hinde zu letztes Jahr, das ist eine eindeutige Bedeutung. Aber es wäre Und jetzt werden sie gleich hier vorbeifliegen und dann werden sie diesen Nachbrenner einschalten. Also, das ist schon alles so, dass man nicht so genau weiß, was da wirklich abläuft. Aber ich kann gleich nachher was für eine Wahnsinn des Kostenfelders ist. Es haben alle, die Turbinen bauen, versucht, einen Nachbrenner zu bauen. Es ist ihnen nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, so eine Turbine zu bauen mit einem Nachbrenner. Und dem Volkslied ist es gelungen. Und wer gleich vorbeikommt, den Nachbrenner zünden. So muss man dazu sagen, dass dieses Modell, was wir fliegen, ein reiner Trainer ist, das heißt ein Zweckmodell, der hier als fliegender Prüfstand benutzt wird, der natürlich nicht so eine hohe Geschwindigkeit fliegen kann. Man hat also hier nur die Kraft probiert, die diese Turbine machen kann. Wenn man jetzt noch ein Flugzeug darunter hätte, was eben ein anderes Profil hätte und schneller wäre, dann würde man natürlich viel eher sehen, welch eine Kraft da rauskommt, wenn man den Nachbrenner einschaltet. Ja, jetzt kann man sehen. Mit einer doppelten Geschwindigkeit nach oben. Man kann diesen Nachbrenner nicht so lange laufen lassen, weil die Temperatur dann zu hoch wird. Es geht also über eine Stoßweise. Früher mit den großen Jetflugzeugen wurde es nur dann eingesetzt, wenn zum Beispiel ein feindlicher Jäger hinter einem war und man musste ausreißen, dann hat man den Nachbarn da reingeschoben. Und wir danken dem Jet-Team aus Achim bei Bremen für diese tolle Vorführung. Jetzt muss er nur noch hier auf dem Platz landen, Moment, er ist ja noch in der Luft, ne? Die Vorführung ist aber gar nicht zu Ende. Also wenn der erste Platz schon wieder den unten ist. Aber es kommt ganz souverän hierher, vor die Füße aufgesetzt und das Fugrad klappt ein. Ihr müsst euch mal ein neues Fugrad anschaffen. Alles funktioniert. Das Fugrad ist wunderbar. Das ist schon mal so ein Flugzeug, das ist so ein Flugzeug.